Es war im brütend heißen Athen im Jahre des Herrn 2018, als ein katholischer Priester seine Gebetsverpflichtungen vor dem Angesicht des lebendigen Gottes erfüllen wollte. Aber statt der kühlen Luft in der nächstgelegenen Kirche fand er nur verschlossene Portale. Und so nahm er seine Zuflucht unter einem kleinen Baum direkt vor dem Haupteingang dieser Kirche. Und als er dort im Schatten gebetet hat und nachdem er die Gebete verrichtete und die Psalmworte noch ein wenig nachklingen lassen wollte, hat er etwas gesehen, was ihn bis heute beeindruckt. Ja, es war ein richtiges Gewusel von Menschenmassen, die sich da vor der Innenstadtkirche vorbeigeschoben haben. Aber eine kleine Schar von ihnen hat eindeutig gewusst, vor wessen Haus sie da vorübergeht. Es ist das Haus Gottes, der Tempel des Allerhöchsten, eine Pforte zum Himmel. Und klein und groß, jung und alt von dieser kleinen Schar, die da tröpfchenweise vorbeigezogen sind, haben ihre Hand erhoben und mitten auf der belebten Straße in aller Öffentlichkeit ein Kreuzzeichen gemacht, um den dreifaltigen Gott, der in diesem Hause wohnt, die gebührende Ehre zu geben. Eine kleine Geste der Anbetung, aber Ausdruck von der großen Liebe und der großen Ehrfurcht. Eine Herzenshaltung, liebe Brüder und Schwestern, die wir noch stärker heute im Evangelium bei der kanaanäischen Frau finden. Sie ist keine Jüdin, sondern Heide, und sie lebt mitten unter Heiden, die das Volk Gottes in großer Feindschaft und mit einem abgrundtiefen Hass entgegenstehen. Trotzdem schreit sie auf offener Straße ein Gebet aus ihrem verzweifelten Herzen: Herr, hab Erbarmen mit meiner Tochter, denn sie wird von einem Dämon gequält. Wer von uns, so dürfen wir uns heute fragen, wer von uns würde so furchtlos und lautstark den Glauben an die Gottheit Christi bekennen? Nicht nur hier in Heiligenkreuz, wo es leicht ist, im ersten Bezirk in Wien, sondern wenn wir diese Situation übertragen, so lautstark übertragen, wie in den Straßen der muslimisch dominierten Städten in Pakistan, wo heute in diesem Moment Kirche um Kirche, christliches Haus um christliches Haus abgefackelt wird, wegen eines angeblichen islamkritischen Wortes eines einzigen Christen. Wer würde sich das wagen? Die Frau im Evangelium hat dieses gewagt, ihr Gebet zu Christus erhoben. Und damals schaute die Welt zu und auch heute schaut die Welt einem verbrecherischen Treiben und Morden tatenlos zu. Wo bleibt der große Aufschrei der Politiker? Wo bleiben die Reaktionen auf dieses gottlose Verbrechen? Wo bleiben aber die Reaktionen bei Christus im Evangelium? Warum reagiert er mit so einer scheinbaren Härte? Die Kirchenväter, allen voran der heilige Johannes Chrysostomus, sagt, dass das Schweigen Christi notwendig war, um den Menschen nicht mit einer vorschnellen Antwort abzuspeisen, sondern eine heilvolle Entwicklung im Glauben zu schenken. Die erste reife Frucht ihres Glaubens und Vertrauens ist die Ehrfurcht Gott gegenüber. Ein Weihbischof aus Kasachstan hat zur Ehrfurcht einmal gesagt: Die Ehrfurcht vor Gott hat eine lösende und für den Menschen eine befreiende Wirkung. Die Ehrfurcht vor Gott vertreibt die Menschenfurcht. Und durch diese Türe
nämlich Gott furchtlos die Ehre zu geben, tritt dann die Liebe in das Leben der Frau, kann auch und wird auch die Liebe Gottes in unser Leben treten. Es hat den Anschein, als würde die Frau jetzt auf einmal verstehen, dass es nicht nur um das notwendige Heilungswunder geht, das sie vom Herrn Jesus Christus erbittet, sondern um das Wunder der Begegnung mit Gott, der Begegnung mit Gott von Angesicht zu Angesicht. Das eigentliche Wunder ist das Wunder der Herzensbeziehung einer Heidin zu Jesus Christus, zu ihrem Erlöser. Anfangs schreit sie nämlich noch hinter Jesus her. Das sagen die Apostel. Mach sie schweigend, damit wir nicht auffallen in diesem Feindesland als Juden, denn sie schreit hinter uns her. Erfüll ihr endlich ihre Wünsche, damit wir nicht in Gefahr kommen. Doch dann kommt die Frau auf einmal und kniet sich direkt vor Jesus Christus nieder. Sie kniet vor ihm nieder, vor seinem Angesicht und betet in Demut: Herr, hilf mir. Sie betet Christus an, so heißt es wörtlich im griechischen Urtext. Sie kniet vor ihm nieder, so wie man nur vor Gott niederkniet. Sie betet und bittet von Angesicht zu Angesicht. Und liebe Brüder und Schwestern, sollte das für uns Katholiken nicht auch selbstverständlich sein, so zu beten? In Demut, das heißt zu wissen, dass man vor Gott keinen Anspruch auf Hilfe hat, aber ein Vertrauen und eine Liebe zu Gott, zu seiner Barmherzigkeit, die größer ist als unsere Sünden. So zu beten in Demut und mit Gott von Angesicht zu beten. Woher kommt dann aber der stille Druck, dass der Priester bei der Heiligen Messe die Gebete nicht auf Gott ausgerichtet aussprechen darf, dass er nicht das Kreuz und den Tabernakel, wo Gott gegenwärtig ist, vor sich hat, sondern wie der Priester auf der Parkbank in Athen auf ein geschlossenes Kirchenportal blickt, in diese Richtung betet, hin zu einer geschlossenen Türe? Sollte es nicht mehr so sein, dass der Priester in der Heiligen Messe zum geöffneten Himmel blickt, zum Kreuz, das heute auch auf unserem Altar steht, zum geöffneten Herzen Jesu, und dass der Priester so sichtbar ein Ausdruck wird als Mittler zwischen Gott und den Menschen, für die er betet und opfert? Wenn wir heute die kostbare Kreuzreliquie auf dem Altar haben und auch eine Reliquie des Tagesheiligen, des heiligen Bernhard von Clairvaux, dann dürfen wir sicher sein, dass seine Vision auch für uns wahr werden wird. Wenn wir vor dem gekreuzigten Erlöser beten, dann geht unser Gebet nicht ins Leere, nicht hin zu verschlossenen Türen, sondern dann drückt Jesus Christus uns an sein geöffnetes Herz, dann zieht er uns an, magnetisch von Angesicht zu Angesicht, damit wir uns froh erheben himmelwärts und beten: Gott sei die Ehre in alle Ewigkeit. Segensgott.